Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 50 50. So, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt Unfassbar, aber wahr. Ich möchte gerne mit euch über Geschichten sprechen aus eurem Leben, über Erlebnisse, von denen ihr selbst sagt, im Nachhinein vielleicht auch sagt, das ist unglaublich, das ist unfassbar, aber es ist wirklich wahr. Was kann das sein? Das kann beispielsweise eine Spontanheilung sein. Das kann sein, dass ihr vielleicht eurem Partner auf die Schliche gekommen seid und da ist ein irrsinniges Doppelleben aufgedeckt worden. Es kann aber vielleicht auch eine Spukgeschichte sein, etwas Übernatürliches. Ach, es gibt 100.000 Beispiele, wo man sagt, es ist unfassbar, aber wahr. Vielleicht seid ihr auch aus einem ganz, ganz schweren höllischen Unfall herausgekommen. Unbeschadet herausgekommen, wo hinterher auch gesagt wurde, es ist unglaublich, dass es so geklappt hat, aber es hat geklappt. Unfassbar, aber wahr, unser Thema heute Nacht. Und wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, euch mit mir unterhalten wollt über das Thema, dann ruft an. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder meldet mir unter domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht, die heißt Barbara. Ist so, ja. Und die ist 64 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen, Domian. Jo, hallo Barbara. Das ist eine wahnsinnige Freude, da mal durchzukommen. Ich gucke mir dich schon seit Jahren an. Ich freue mich, dass du da bist. Ja, und ich will mal deine Altersstatistik ein bisschen durcheinander bringen. Nö, das ist schon völlig in Ordnung. Ich freue mich auch sehr über... Normalerweise sind es ja nur ganz junge Leute oder ja. Bis 40, 50. Ja. Aber die über 60-Jährigen, ich weiß nicht, schlafen die immer oder was? Na, wir haben oder auch manchmal Ältere. Keine Probleme? Ja. Ich freue mich auch sehr über ältere Anrufe. Nee, Anrufer. Zu dem gestrigen... da bin ich nicht mehr dran gekommen, da war deine Sendung schon zu Ende. Ja. Zu dem Exhibitionisten, der war ziemlich am Anfang der ja. Sendung. Kannst du dich dran erinnern? Ja, natürlich, ja klar. Und der hatte ein Problem, irgendwie eine Bekannte zu finden, eine Freundin ja. oder einen Lebenspartner. Ja. Und das ist gar nicht so schwierig. Ich finde nur... Du hältst ihn gerne. Nein, ich habe ja einen. Du hast einen Exhibitionisten? Nein, einen festen Freund. Aber der sieht... Ja, aber... Der liegt halt auch etwas außer der Reihe. Er zieht gerne Frauenkleider an. Ja, jetzt wäre ich natürlich sehr gespannt auf diese Geschichte. Aber ist das, weswegen du jetzt angerufen hast, zum Thema unfassbar, aber wahr? Nein, ich beziehe mich auf gestern. Lass uns, Barbara, über dieses Thema reden. Sonst kommen wir nicht zu Potte, sonst reden wir so viel und die Zeit vergeht. Ich würde mich natürlich gerne mit dir lange unterhalten, aber lass uns über dieses Thema jetzt... Nur der Knabe, der zäumt das Pferd vom falschen Teil auf. Ja, der müsste erstmal eine menschliche Beziehung schaffen ja. und dann kann er seine Eigenarten erzählen. Ja, das finde ich auch sehr, sehr schlau ja, und sehr richtig. Und er hat es wohl andersrum gemeint und er meinte, es müsste sofort sich ja. eine finden, die eben sofort auf seine so. Naja, Eigentümlichkeiten eingeht. Jetzt machen wir einen Strich unter diese Thematik so. Und kommen zum Thema heute. Also unfassbar, Thema heute aber wahr. Ich gar nichts, ich habe keine Probleme. Aber ich wollte dich ja immer schon anrufen. Ich war ja ganz verblüfft, dass ich durchgekommen bin. Ach, du hast dich jetzt gar nicht zum Thema unfassbar, aber wahr gemeldet? Nein. Ich war noch von gestern. Ach so. Ja. Das verstehe ich. Jetzt habe ich dich so abgewürgt. Das wollte ich dann gar nicht. Entschuldige. Nee, das macht nichts. Nee, es geht mir nur darum, es gibt einfach Menschen, die haben Eigenarten und es gibt auch einen Partner dazu. Ja, ja. Aber der von gestern, der wollte einfach, dass die Partnerin das sofort annimmt. Ja. Und das Gut. geht nicht. Er muss erst eine menschliche Beziehung aufbauen ja. und dann kann er das sagen. Also, soweit dann der Hinweis zur gestrigen Sendung und zu unserem Exhibitionisten von gestern. Ja, das war's. Das ist schön, dass wir haben kurz miteinander reden können, liebe Barbara. Alles Gute, alles Liebe, tschüss. Also, ciao. So, jetzt hoffe ich aber, dass wir zu unserem Thema kommen. Unfassbar, aber wahr. Unfassbar, aber wahr. Und hier ist Claudia. Claudia ist 20 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo, Domian. Ich bin die Claudia. Ja, die Claudia ist es. Ja. Ja, was ist denn unfassbar, aber wahr? Ich hatte einen Autounfall. Ja. Einen schwerwiegenden. Und jeder sagte, die Überlebenschancen von mir sind praktisch, also dass ich überleben könnte, ist unmöglich. Wie war der Autounfall? Beschreib ihn uns mal.
kann ich nicht genau sagen, von Hörensagen her, also so, besser so vom eigenen Gefühl her. Na, wie hat er sich zugetragen? Schrecksekunde, also in Schleudern gekommen, rein in den Graben, wieder raus aus dem Graben. Also du hast gefahren, halt. Nein, ich bin nicht gefahren, ich bin mitgefahren. Du bist mitgefahren. Mitgesessen, ja. Dieses Auto, in dem du saßt, ist in Schleudern gekommen, weil es zu schnell gefahren ist? Nein, Schrecksekunde. Wie Schrecksekunde? Ja, ein Auto ist entgegengekommen und hat ihn geblendet. Ach so, verstehe. So, und dann kam das Auto, in dem du saßt, in Schleudern, ist in einen Graben hineingefahren? Ja, aus dem Graben wieder hinaus katapultiert, rein in den Wald, also in den Jungwald, überschlagen ein paar Mal, aber vor den Überschlägen habe ich nichts mitbekommen, da bin ich gleich. Ich bin vor dem ersten Überschlag mit der Hecktüre rausgeflogen. Welche Geschwindigkeit hatte das Auto? 110 km/h. 110, das ist natürlich eine ganze Menge Stoff. Du bist dann bei dem Überschlag bist du rausgeflogen. Ja, das heißt, vor dem ersten Überschlag. Es hatte so circa 15 Überschläge gegeben, aber... 15 Überschläge? Ja. Boah. Also, und da haben Sachverständige hinterher gesagt, das ist ein Wunder fast, dass du da rausgekommen bist. Oder dass du da lebend rausgekommen bist. Dass du da rausgeflogen bist. Es ist ein absolutes Wunder, dass ich überlebt habe. Weil wie schwer warst du denn verletzt? Sehr, sehr schwer. Also ich hatte schwerste innere Verletzungen, Gehirnverletzungen. Ja. Die Wirbeln waren gebrochen, wobei ich aber nicht gelähmt bin. Ja. Querschnitt gelähmt. Also ich habe zwar eine kleine Macke, aber die ist kaum kennbar beim Gehen jetzt. Also du humpelst ein bisschen oder hinkst so ein bisschen nach? Nein, oder? Ich habe extrem leichte Gleichgewichtsstörungen. Ach so, Wie lange lagst du im Krankenhaus nach diesem Unfall? Insgesamt bin ich 6,5 Monate im Krankenhaus. Oh ja, dann kann man aber wirklich ermessen, wie schwer verletzt du warst. 6,5 Monate im Krankenhaus. Wann war das? Wie lange liegt das zurück? Das liegt jetzt, also der Unfall selber liegt mehr als 3 Jahre zurück. Ja. Etwas mehr. Wann bist du zum ersten Mal aufgewacht? Im Krankenhaus oder noch an der Unfallstelle? Nein, im Krankenhaus. Ich bin einen Monat im Koma gelegen. Ein Monat? Ein Monat, ja. Und dann bin ich ganz benommen aufgewacht. Ich habe mir lang an nichts erinnern können. Und ich war ganz benebelt. Ich habe gar nicht gewusst, wer was oder wo ich bin. Hast du in irgendeiner Weise... Manchmal haben die Menschen das ja, wenn sie so schwer verletzt waren und im Koma lagen, eine Erinnerung an diese Koma-Zeit? Träume. Träume? Ja, welche, Träume. Was waren das für Träume? An die erinnerbar sind oder diffuse Träume? Ich erinnere mich daran, Bild für Bild und Ton für Ton. Also da ist alles da, wie wenn ich einen Videofilm anschaue. Ja. Der Fahrer des Wagens, was ist dem geschehen? Er hatte Serienbrüche auf der rechten Seite und eine Lungenembolie. Das heißt, du warst schwerer verletzt? Ich war am schwersten verletzt, weil wir waren zu dritt. Ach, zu dritt wart ihr sogar? Ja. Nun ist, wenn einem sowas Schweres widerfährt, wo man so wirklich dem Tod von der Schippe gesprungen ist, ich glaube, dass das immer eine Auswirkung auf das darauf nachfolgende Leben bei den Menschen hat. Wie ist das bei dir? Schon, ja, es hat schon Auswirkungen, aber ich muss sagen, ich bin sehr froh, dass es so ist, wie es jetzt ist, weil ich war wirklich absoluter Pflegefall. Jetzt bin ich eine junge, hübsche, selbstbewusste Frau, alleinlebend, versteht sich. Ich meinte das so psychologisch betrachtet. Psychologisch, nach dem Motto, ist man dankbarer dem Leben gegenüber, genießt man den Tag mehr? Auf jeden Fall. Also ich habe gelernt, das Leben zu lieben und ich nenne es selber meine zweite Chance. Ja, ja. Und wahrscheinlich ist dieser Tag, das haben ja auch viele Leute, die sowas hinter sich haben, so ein zweiter Geburtstag, ne? Ja, es ist ein zweiter Geburtstag, gefeiert den auch. Ja. Hattest du Angst, dich dann irgendwann wieder mal zum ersten Mal in ein Auto zu setzen? Nein. Das überhaupt das nicht. Das überhaupt nicht. Erstaunlich. Nee. Erstaunlich. Fährst du selbst auch Auto? Nein, ich sehe zu wenig dafür. Ich bin sehbehindert. Ach so. Das ist eine Erfolgserscheinung nachher. Ach so, das hat damit auch zu tun? Ja, eine Folgeerscheinung. Ich bin sehbehindert. Ich habe 30% Sehrest, aber ich sehe genug. Also, ich gratuliere dir zu deinem zweiten Leben. Danke. Und das ist wirklich sowas, wo man hinterher sagt, oder wahrscheinlich dein Leben lang wirst du sagen, unfassbar, aber es ist wahr. Ne? Ich habe es geschafft, ich bin da rausgekommen, eigentlich wäre ich tot.
Ne? So kann man sagen, ja. Ja. Liebe Claudia, alles Liebe und alles Gute und viel Glück auch weiterhin. Danke vielmals. Tschüss. Danke, tschüss, Domian. Ihr Lieben, unser Thema heißt Unfassbar, aber wahr. Ich möchte gerne mit euch über Geschichten reden, über Erlebnisse, die ihr hattet in eurem Leben, die für Außenstehende oder vielleicht für euch selbst auch unglaublich sind, wo ihr sagt, das ist ein Wunder. Das ist ja, das ist eigentlich ein Wunder. Oder ihr sagt, das gibt es eigentlich nicht. Ich bin ein sehr realistisch denkender Mensch. Ich kann es gar nicht erklären, dass ich so eine Erscheinung hatte oder irgend so eine vielleicht eine übersinnliche Erscheinung, ein übersinnliches Erlebnis, was auch immer. Wenn ihr mir von solchen Sachen erzählen wollt, dann ruft an 0800 22 050 50. Hier ist Dieter, 42 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, einen schönen guten Morgen, Domian. Hallo Dieter. Hier ist der Dieter aus Dresden. So, das ist ja schön. Ja, und zwar ist mir ein unfassbares Erlebnis passiert. Ja. Im Prinzip. Ich gucke seine Sendung übrigens schon sehr lange, über Jahre, immer mal sporadisch. Mhm. Bin immer sehr begeistert davon, aber durch meine Tätigkeit in der Gastronomie war ich nicht immer in der Lage, die ständig zu sehen. Verstehe. Und jetzt bin ich durch Zufall, weil wir, wo ich jetzt arbeite, Winterpause haben und da reingezappt und habe dieses Thema unfassbar, aber wahr, ja, im Prinzip vernommen und bin jetzt sozusagen glücklich, dass ich durchgekommen bin. Und jetzt bin ich ganz gespannt auf die Geschichte. Ja, und zwar ist mir Folgendes passiert. Ich habe einen Sechser im Lotto gehabt. Oh. Ja, und zwar an meinem Geburtstag, also am Vorabend von meinem Geburtstag. Auch das noch? Ja, und zwar am 3. Dezember in der Mittwochsziehung 18.50 Uhr im ZDF bei der Heike Maurer. Jetzt im letzten Jahr? Ja, jetzt im letzten Jahr, 2003. Ja. Und ich wurde dann sozusagen an meinem Geburtstag am 4. Dezember... Ich bin Schütze und Schütze haben immer wieder Glück mit Geld, aber es geht auch schnell wieder weg, ja, was man so hört. Moment, die Ziehung war am 6. Dezember? Nee, am 3. Dezember. Ah, am 3. Dezember, ah ja. Am Mittwoch und am 4. Dezember, der Donnerstag, wurde ich dann morgens von der Sächsischen Lotto GmbH in Leipzig benachrichtigt über meinen Gewinn. Das ist ja unfassbar. Jetzt sage ich schon, es ist ja unfassbar. Am Geburtstag. Ja, an meinem Geburtstag auch noch. Am, ja, Geburtstag, genau, ruft die Lottogesellschaft. Wie geht das? Rufen die an oder was machen die? Kommen die vorbei? Nein, die kommen nicht vorbei. Die rufen an. Ich habe online gespielt, zwei Felder ohne Super 6, ohne Spiel 77. Ja. Ja, und hätte auch nie gedacht, dass ich ein Sechser mal hätte. Man spielt einfach, weil man spielt. Was sagen die denn, was sagen die dann am Telefon? Ja, was sagen sie am Telefon? Die sagen, wissen Sie schon, was passiert ist? Und ich wusste es, weil ich ja immer so Lotto, mehr oder weniger Lotto von Nord bin und immer die Sendung schaue, Mittwoch und Samstag. Ach so, du wusstest das da schon? Das wusste ich schon, so, weil ich an dem Mittwochabend ja geschaut hatte und mit genau der Frau Maurer die Zahlen in der Reihenfolge 9, 16, 18, 41, 47, 48 sind so gekommen, wie ich sie getippt hatte. Das so ist ja noch der Clou an der ganzen Sache. Jetzt spule ich nochmal zurück. Also du hast es am Abend, du hast am Abend die Sendung gesehen und hast deine Zahlen verglichen und dir war klar, ich habe gewonnen. Ja. Was geht in dem Moment in einem Menschen vor, wenn man 6 richtig im Lotto hat? Was ja, ja irre ist. Ich konnte es einfach überhaupt gar nicht begreifen. Läuft man schreiend durch die Wohnung oder ruft nee, nee, das überhaupt nicht. Ich habe dann ganz anders reagiert. Ich habe mich auf den Teppich gesetzt, die beide zusammen direkt vor dem Fernseher gesessen und habe gar nichts mehr gesagt, nur mit dem Kopf geschüttelt. Warst du alleine in dem Moment? Ja, ich war zu dem Zeitpunkt alleine, ja, habe aber dann sofort meine Eltern angerufen und haben die es geglaubt? Auch Freunde von mir und habe gesagt, ihr müsst sofort kommen und ich kann das einfach nicht. Ich habe dann Habt ihr an dem Abend noch gefeiert? Ja, wir haben dann noch gefeiert, wir haben in meinen Geburtstag reingefeiert. Aber da wusstest du ja noch gar nicht, wie viel Kohle das sein wird. Nein, natürlich wusste ich das nicht. Ne? Das kann ja, das kann ja riesen. Ich wusste aber, es wird, weil da gerade der Jackpot so hoch war, wenn du dich erinnern kannst, da waren ja ein Jackpot von 8,5 Millionen hatten dann zwei Mann gewonnen, also eine Tippgemeinschaft aus dem Saarland und ein Einzelgewinner aus Hannover. So, jetzt spann uns nicht auf die Folter. Wie viel hast du gewonnen? Ja, also es ist über 1 Million gewesen. Über 1 Million? Ja, 1.024.758,50 €. Wow. Das weiß ich noch so wie heute, ja. Wow. Also, und vor allen Dingen. Ich gratuliere erstmal herzlich. Ja, danke schön, danke. Ich rede mit einem frisch gebackenen Millionär. Ja, ja. Ist ja auch nicht aller Tage so. Genau. Mann. Aber es bringt ja viel Geld auch viel Probleme, beziehungsweise ja, wenig Geld bringt auch viel Probleme. Ja. Und ich war auch in der schlechten Lage, wenig Geld zu haben. Ich war erst dann arbeitslos geworden. Ich war 13 Jahre bei der Bahn und habe auf dem Zug als Oberkellner bei der Metrova gearbeitet. Ja. Und wie du weißt, haben die sich dann mehr oder weniger dann das Service-System aufgelöst und haben das zur Bahn gemacht und ich bin dann dort weggegangen. Also ich merke, dass es jemanden getroffen hat, der es auch nötig hat und es auch verdient hat. Ja, ja, Das finde ich immer toll, wenn man das hört, dass es nicht jetzt irgendeinen Reichen getroffen hat, der eh schon ganz viel Kohle hat. Und ich war auch in einer Situation, wo ich eigenes Geld wirklich gebraucht habe. Und Ist dieses Geld schon überwiesen worden? Natürlich, das ist am 15.12. überwiesen worden. Ach. Im Prinzip nach dieser 10 Tage Sperrfrist, die wohl
gesetzlich, der Gesetzgeber vorschreibt. So, jetzt hat man auf dem Girokonto hat man plötzlich 1 Million Euro. Ja. Da geht man dann nicht händezitternd irgendwie zur Bank und belabern die Bankleute einen nicht unendlich, was man nur alles mit dem Geld machen soll? Was ja, hast du mit dem Geld? Ja, das nicht im ersten Moment, aber es ist ja dann da so gewesen, dass ich möglichst versucht, das Geld zu parken und erstmal Festzinsen zu bekommen, also ja. Tagesgeldzinsen. Ja. Und da musste man Klinken putzen bei den Banken und die haben dann versucht, natürlich im Nachhinein anzurufen und jeder will ihn dann als Kunde gewinnen. Ist klar. Erst wo man den Kredit wollte, wo mir schlecht ging und den Kredit, dann wollten sie im Prinzip alle nicht. So ist das. Ja, so ist das. Wollten alle nicht einig haben. Man war ja so lästischer Kunde. Ist klar. Was hast du denn jetzt mit dem Geld bis heute? Es ist ja noch nicht lange her. Bis heute angestellt. Wie hast du es angelegt? Ja, angelegt eigentlich erstmal so, dass ich über meine Hausbank das als Tagesgeld angelegt habe mit einem Zinssatz, der im Prinzip für jetzige Zeit verträglich ist. Ja. Und bin jetzt dabei, in Gesprächen und so weiter, das Geld dann auch im Prinzip anzulegen, ja, über längere Zeit und besser natürlich über den Prozentsatz. Also nichts überstürzen, so ein Tagesgeldkonto finde ich auch okay, das ist nicht die riesige Menge an Zinsen, aber das ist solide. Ja. Und lass dir bloß nichts aufschwatzen, ne? Die wollen alle deine Kohle haben jetzt. Das ist mir klar. Und erst wollten sie einmal alle keine Kredite rausrücken, das kommt ja noch dazu. Ja. So, was ist jetzt für eine Lebensplanung bei dir? Willst du aufhören zu arbeiten? Das könntest du ja rein theoretisch. Ja, ich weiß, aber ich bin so froh in meinem neuen Job, den ich da habe. Auf einer Nordseeinsel arbeite ich auch in der Gastronomie. Auf einer Nordseeinsel? Wie schön, ja, auf welcher? Bitte? Auf welcher? Borkum. Ach, Borkum, ja. Ah, da bin ich schon seit Februar und es gefällt mir da so klasse und dass ich da auch bleiben möchte und möchte meine Arbeit auch weitermachen, weil wir so ein duftes Team sind da und auch... Finde ich nachvollziehbar, dass man, wenn man eine Arbeit hat, die einem Spaß macht, dass man dann auch weiterarbeitet. Aber man erfüllt sich dann noch bestimmt irgendeinen besonderen Wunsch, den man schon lange... Was ist das für ein Wunsch, den du dir erfüllst? Also meine Wünsche sind, ich bin auch schon viel gereist in der Zeit, wo ich bei der Bahn gearbeitet habe, also sprich bei der Metrobahn auch. Ja. Aber ich möchte mir jetzt Reisen leisten, die ich mir... Ich bin großer Schiffsfan, also von Kreuzfahrten. Ja. Aber von normalen Kreuzfahrten, nicht hier die Schickimicki-Kreuzfahrten, sondern also ganz normale Kreuzfahrten. Gut, aber wo man praktisch jetzt was sehen kann, Australien oder Südamerika, was gut, man sich das kannst du, das kannst du dir wirklich gönnen jetzt. Ja. Bist du allein oder hast du einen Partner? Oder einen Partner? Nee, ich bin allein. Du bist allein. Wie ist es so mit Häuschen kaufen oder ein schönes Auto oder ist das nicht so dein Ding? Na, Auto ist nicht unbedingt mein Ding. Durch die Bahn habe ich auch nie ein Auto gehabt, weil ich ja immer viel mit dem Zug unterwegs war, quer durch Deutschland und im Ausland. Aber Häuschen kaufen, gut, meine Eltern haben ein Haus und wahrscheinlich werde ich das später mal übernehmen. Also, ich habe schon das Gefühl, dass du da sehr besonnen mit umgehst und jetzt auch nicht... Ja, doch, man muss bodenständig bleiben, so weil man genau. doch nicht überschnappen. Und das habe ich auch überhaupt gar nicht vor, weil ich sage, ich könnte 3 Millionen haben. Ich bin immer der ich bin und werde es bleiben. Also, ich schätze mich selber so ein. Wo ich kein Geld hatte, war ich auch derjenige, Also, der nie irgendwie dann auch besonders gebarmt hat. Es muss immer wieder weitergehen, habe ich mir gesagt. So, unser super Lotto-Gewinner aus Dresden, der Dieter war das. Ich gratuliere nochmal herzlich zum Gewinn. Danke. Es sei dir wirklich gegönnt. Und auf dass dir dieses Geld wirklich viel angenehme Zeit und auch Glück bringt und nicht zu viel Schwierigkeiten und Nachforderungen. Das hoffe ich auch. Und Domian, mach weiter so mit deiner Sendung. Eine super Sendung. Ich verfolge sie sporadisch seit Jahren. Dankeschön, Dieter. Tschüss. Alles klar, tschüss. Unfassbar, aber wahr, ist unser Thema heute. Und ich habe mich schon am Montag gewundert und gestern gewundert, dass niemand von euch angerufen hat zu einer Fernsehsendung, von der ich sage, das ist ja unfassbar, aber offensichtlich ist es wahr. Ich glaube, ihr werdet euch jetzt schon denken können, was für eine Sendung ich meine. Ich meine nämlich RTL. Ich meine, ich bin ein Star. Ich will hier raus. Oder hol mich hier raus, wie das heißt. Ich finde diese Sendung so unglaublich, wirklich so unglaublich grottig, dass ich mich vielleicht ganz gerne oder Umständen sogar sehr gerne mit euch darüber auch unterhalten hätte. Findet ihr diese Sendung auch unfassbar? Ich finde sie unfassbar. Ich finde sie empörend. Ich finde sie wirklich empörend, dass so etwas gemacht wird, dass so etwas ausgestrahlt wird, dass so etwas angeboten wird von einem Fernsehsender. Und mal sehen, vielleicht kommt da was. 0800 220 5050. Ricky, 21 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Ricky. Ja, morgen Domian. Ja, wir sind dran. Ja, mein Thema ist richtig unfassbar. Ich meine, das hat mir schon euer Typ da vorher nicht geglaubt, weil ich glaube das eigentlich selber bis jetzt noch nicht so richtig. Ja. Weil vor 4 Tagen habe ich so einen Hostessen-Service angerufen. Ja. Und da ist die Dame auch gekommen, weil ich hatte zuvor Stress mit meiner Freundin, muss man dazu sagen. Mhm. Aber die Dame war die Mutter von meiner Freundin und das war dann nicht so lustig. Moment, langsam. Du hast Stress mit deiner Freundin.
Ja. Du rufst Hostessen-Service an. Also das sind Huren, ne? Ja, ja, schon. Muss man so sagen. Ja. So, und dann kommt deine Schwiegermutter da rein? Ja, ich bin ja noch nicht verheiratet, naja, aber meine zukünftige Schwiegermutter. Man sagt's mal so, die Mutter deiner Freundin kommt da rein. Ja. Zu dir nach Hause. Ja. Das wusste ich ja vorher nicht. Ich weiß ja nicht, wer da kommt, weil die Namen, die da drinnen stehen in der Zeitung, die sind ja nicht die Namen, die wirklich im Leben so sind. Aber die wusste doch wahrscheinlich deine Adresse und die kennt deinen Namen und die kommt dann. Ich wohne im Haus, da wohnen ungefähr 60 Parteien drin und da wohnen ja nicht nur ich und dann, ich sag mal so. Nee, aber die kennt deinen Namen. Ja, die kriegt ja nur die Adresse gesagt, den Namen wusste die auch nicht. Ja, aber die muss doch wissen, wo sie klingelt. Ja, schon, aber ich meine, da wohnen ja mehrere Leute und da denke ich auch nicht sofort dran, denke ich mal. Aber du wohnst alleine. Ja, ich wohne schon alleine. Ja gut, dann steht aber an der Klingel auch dein Name. Naja, klar. Aber deinen Namen muss sie doch kennen. Ja, klar, aber sie hat trotzdem geklingelt. Keine Ahnung, die war ja noch nie bei mir vorher. So ist das nicht. Ja, und sie hat vielleicht gedacht, vielleicht heißt auch noch jemand anders so. Und ja, hat wahrscheinlich damit auch nicht gerechnet, ne? Die hat auch nicht gedacht, dass ich so jemanden anrufen werde, weil sie weiß, dass ich mit ihrer Tochter schon 5 Jahre zusammen bin. Hör mal, und dann machst du die Tür auf. Ich stelle mir das gerade wie in einem Film vor. Das ist schlimmer als im Film. Das ist Horror. Ich habe erst gedacht, die wollte, was weiß ich, mal so vorbeischauen oder so, weil die war noch nie da gewesen halt. Ja. Vielleicht irgendwann mal früher oder so, aber ist länger her gewesen, weil so eine Beziehung habe ich auch nicht zu der Frau. Ich kenne die zwar, ja, aber halt nicht so richtig gut. Und das war schon ziemlich eine böse Überraschung, sag ich mal. So, du machst die Tür auf. Ja. Ne, wir stellen uns das mal jetzt minutiös vor. Du guckst dir in die Augen, sie guckt dir in die Augen. Ihr wird sofort klar, was los ist. Ja. Ihr wird das sofort klar. Dir nicht, weil du nicht wusstest, dass sie die bestellte Frau ist. Nee. Ne? So, wie lief denn da der Dialog ab? Ich habe gesagt, ja, was machst du hier? Und die sagt, ja, die Frage könnte ich dir auch stellen. Sag ich, wie? Ja, ich bin die Dame. Sag ich, cool. Ach, ich meine, sie hätte ja dann lügen können, schnell, ne? Ja, hätte sie, aber ich meine, die Situation war ziemlich zu klar, weil ich sag mal so, die, ist ja schon, die war vielleicht auch so. Da kann man nicht groß lügen, Domian, da kann man nicht groß lügen. Dann ist vorbei, dann ist echt vorbei. Ja, die war wahrscheinlich so baff dann auch, dass die gar nicht auch schnell irgendwie improvisiert hat, ne? Und da gab es Zinnober, ich meine, da war gut Geschrei, sagt sie, ja, was machst du? Und dann bla bla bla, sag ich, ja, was machst du? Was machst du? Du erzählst deiner Tochter, du arbeitest bei der Bank, dies, das, jenes. Ja. Und ich habe das bis jetzt auch geglaubt, weil ich denke so, ja, normal. Lief dieses Gespräch quasi in der offenen Tür? Nein, die kam erst mal rein, weil du musst ja nicht das ganze Haus gleich mitkriegen. Genau. Ja, und dann endete das richtig in einem Streit? Ja, schon. Und sie hat dann ziemlich darum gebeten, dass ich das nicht halt ihrer Tochter sagen würde, bla bla. Da habe ich gesagt, ja, wie? Was soll ich denn jetzt machen, deiner Meinung nach? Das ist ja schon ein bisschen doofe Situation. Allerdings. Darum habe ich ja auch angerufen, um mal so eine neutrale Meinung zu kriegen von jemandem, wie man sich da jetzt verhalten soll. Ist denn die Frau auch noch verheiratet? Ja, ja, schon, klar. Achso, es gibt also auch noch einen Ehemann. Ja, es gibt einen Ehemann, es gibt eine Tochter und eine Freundin, also die Tochter von ihr, hat halt noch einen Bruder. Also das ist schon eine Familie, ganz normal. Ja. Wann ist das passiert? Das war vor 4 Tagen jetzt. Vor 4 Tagen? Sollte ich schon durchgestellt werden und naja, vorgestern habe ich es auch schon probiert, aber da war ich nicht dran. Na gut, jetzt haben wir uns ja. Ja, und das ist wirklich unfassbar, weil ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Das ist unfassbar. Das ist fast so ein Ding wie in einer Soap, ne? Ja, das ist noch schlimmer als in einer Soap. Ja, ja, aber sowas gibt's. Ja, ja, natürlich, aber das Leben ist ja manchmal Seifenoper-mäßiger als das Fernsehen. Ja, und ich meine, die Leute bei dir haben das auch nicht geglaubt. Ich habe gesagt, wenn ich da jemanden irgendwie verkohlen will, dann nehme ich doch nicht sowas dafür. Also ganz ehrlich nicht. So, wie lange habt ihr da miteinander zusammengesessen in deiner Wohnung? Deine Schwiegermutter in Spee? Stunde oder zwei. Also ich habe nicht auf die Uhr geguckt, aber es war schon ein längeres Gespräch. Hast du das denn rausgekriegt, wie lange sie das schon macht? Puh, keine Ahnung, aber ich denke mal, das wird wohl schon länger sein. Also wie alt ist sie? 39. 39, sieht gut aus noch. Ja, sieht nicht schlecht aus. Ich meine, mein Geschmack vorher wäre ich nicht auf die Idee gekommen halt, sage ich mal. Aber Wenn sie jetzt nicht deine Schwiegermutter in Spee gewesen wäre, hättest du mit ihr was angefangen? Ja, ich denke mal schon, ja. Das schon. Also sie gefällt dir schon. Ja, also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, nein. Also na, ist auch nichts Schlimmes, wenn man dann die Mutter der Freundin auch attraktiv findet. Das ist ja, nicht. Ich bin nicht der regelmäßige Hostessen-Konsument oder so. Also habe ich auch nicht unterstellt jetzt. Und das endete das Gespräch, indem sie gesagt hat, bitte schweige, sage nichts. Ja. Sie hat gesagt, also ihr sollt ihr halt nicht sagen und ich habe gesagt, ja, das kann ich aber nicht versprechen, weil ich meine, ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Mhm. Weil sowas ist einfach nur hammerhardcore, wenn man sich da die ganze Familie denkt, das ist eine normale Frau, geht, weiß ich, zur Bank und sonst was. Ich meine, vielleicht macht sie das ja auch Warum macht sie das? Hast du sie gefragt?
Also so genau wollte ich das gar nicht wissen. Aber naja, aber da ist ja schon irgendwie, ist jetzt irgendwie, ist die in Geldnot oder ist die irgendwie besonders geldgeil oder hat die große Probleme mit ihrem Mann und da kann ja, oder weißt du was über deine Freundin, wie die familiären Verhältnisse sind? Ich meine, die Familie ist schon ein bisschen arg komisch, so ist es nicht. Mhm. Aber bis jetzt kam mir das immer so vor wie so eine typische Spießerfamilie. Halt Haus, Auto und normal, jeder geht da halt arbeiten. Mhm. Deswegen. Und von daher, meine Freundin verhält sich auch nicht sonderlich komisch. Also und dein Verhältnis zu dieser Frau war bisher sehr, sehr locker, sehr distanziert. Weil normal, sag ich mal. Ja, und du hast sie auch gar nicht oft gesehen. Du warst nicht oft bei denen zu Hause. Ja, zu Hause schon, aber ich habe mit der Frau keine nicht großartig Worte gewechselt. Ich habe, glaube ich, zweimal dort gegessen oder so und das war's auch, weil die sind halt viel beschäftigt. Und abends habe ich die Frau auch nie gesehen, aber ich wusste bis jetzt nicht, warum die abends nie da ist. Ja. Jetzt stehst du natürlich irgendwann in einem Loyalitätskonflikt. Richtig, das ist ja mein Problem. Das ist dein Problem, kann ich gut nachvollziehen. Da ist eine Frau, mit der du eigentlich nichts zu tun hast. Ja, aber ich meine, wenn ich meine Freundin mal später heirate und ich sitze dann da in der Hochzeitsgesellschaft, Moment. Und stell mir das vor. Ja. Da ist also eine Frau, mit der du eigentlich gar nicht so viel zu tun gehabt hast bisher. Mit der dich auch keine innige Verbindung irgendwie zusammengeführt hat bisher. Gar nichts. Aber da ist deine Freundin auf der anderen Seite, mit der du seit 5 Jahren schon zusammen bist. Ja, kennt du uns schon 6 Jahre, aber 5 Jahre alt Beziehung. Ja, was eine sehr lange Zeit ist. Ja. Und jetzt ist die Frage, soll man jetzt für diese Frau, die auch noch ein Lügengebäude da in ihrer Familie installiert hat, soll man da für diese Frau lügen, indem man schweigt? Ja, das ist eben die Frage. Ja, das ist die Frage. Ich will ja auch nicht die Familie da kaputt machen oder so, weil ich meine, ich bin ja im Prinzip kein Deut besser, wenn ich jemanden anrufe. Da würde ich mich ja auch selber mit in die Pfanne hauen, so ist das ja nicht, weil ich kann ja nicht sagen, deine Mutter ist eine Hure auf gut Deutsch und dann sagt sie, ja, woher willst du denn so eine Scheiße wissen? Ja, weil ich die konsultiert habe oder warum? Ja, das ist natürlich dann die Kehrseite. Wenn du es deiner Freundin erzählst, irgendwann, irgendwie, musst du natürlich dann auch mit offenen Karten spielen. Wobei das ja gar nicht so ganz schlimm ist, weil ihr gerade in dem Moment Streit hattet. Ja gut, aber das ist ja kein Grund, direkt noch aus der Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Aber wenn, dann musst du mit der Wahrheit natürlich auch raus. Ja klar. Also ich will dir sagen, wenn ich eine ganz enge Beziehung, und so hat man die ja nun zu meiner Partnerin, zu meinem Partner habe, und das die Nummer 1 in meinem Leben ist, der wichtigste Mensch in meinem Leben, würde ich meiner Partnerin das irgendwann oder sogar bald erzählen, sage ich so. Aus meinem Gefühl heraus, das ist ja eine fremde Frau. Ja, aber die Frau will ja, das ist ein anderes Problem, sie will ja gar nicht mehr fremd bleiben. Die wollte jetzt dann auch öfters vorbeikommen, so ist er nicht. Ja, weil die wahrscheinlich Angst, die will jetzt einen privaten Kontakt aufbauen, weil die Angst hat, dass du was sagst und will einfach dagegen wirken, könnte ich mir vorstellen. Ja, aber ich weiß nicht, weil sie hat ja auch erzählt so ein Blabla, wir haben schon ein bisschen halt unterhalten, dass mit jemandem das eh nicht mehr so läuft und dies, das, jenes. Und ich weiß nicht, was die Frau da noch so vorhat, weil... Würde ich mich gar nicht jetzt drauf einlassen. Warum jetzt plötzlich eng und vorher gar nicht? Ja, es ist doch alles. Lass dich da bloß nicht reinsaugen noch in dieses ganze Gelügen-Gedriss da, was da offensichtlich gang und gäbe ist. Ja. Also für mich wäre meine wichtigste Person meine Freundin. Na, und da würdest du dann mit offenen Karten spielen und direkt bei der erstbesten Gelegenheit, wenn es mal wieder ein bisschen besser läuft halt. Ja, bei der ersten. Ich würde es dann schon überlegen und auch. Also nicht vielleicht zu plump und zu schnell machen und so, aber irgendwann würde ich es meiner Freundin erzählen, ja, ich würde es machen. Krass. Stell dir mal den Fall vor, Ricky, du erzählst es deiner Freundin nicht. Und diese ganze Sache kommt dann doch irgendwann raus. Ja gut, das ist noch übler. Ja, das ist wirklich übel. Und dann hat deine Freundin wirklich alles Recht der Welt, auf dich sauer zu sein. Dann sagt die, wieso hast du mir? Ich bin der wichtigste Mensch in deinem Leben, warum hast du mir denn nichts gesagt? Ja. Die wird aber auch so sauer sein. Ja, gut, aber so schlimm, also in Anbetracht dessen, dass ihr Streit hattet, ist nicht so ganz schön, aber so ganz schlimm finde ich es auch nicht. Aber sie ist wahrscheinlich sehr streng, deine Freundin. Was heißt ja streng? So ist es schon locker, aber ich meine, was würdest du denken, wenn du eine Frau bist und ich sage, ja, übrigens, ich habe dann aus dem Service angerufen. Ja klar, wäre ich als Frau auch ein bisschen beleidigt. Ja, eben, weil... Ja. Aber es geht nicht anders. Also du kannst das nicht erzählen und dich mit einer kleinen Lüge da rausholen. Nee, das will ich auch gar nicht. Wenn dann klar raus. Ja. Da bist du aber in was reingeraten. Junge. Ja. Mann. Das ist... Hat sich das denn wieder ein bisschen eingerenkt zwischen dir und deiner Freundin jetzt in den paar Tagen? Ja, also ich sag mal so, die Tage wollte schon mal wieder vorbeikommen, sage ich mal. Und sprechen tun wir auch schon. Also wir haben zwischendurch auch telefoniert. Ist nicht so, dass man sich nur angiftet. Ja. Aber nach 5 Jahren ist irgendwann auch mal so, dass man irgendwo, manchmal kommt so ein Hänger. Keine Ahnung, ich weiß nicht.
Klar. Das gibt's schon mal. Ja. Also lasst noch ein bisschen Zeit vergehen, ne? Und das, ihr solltet schon wieder richtig in guter Harmonie sein, ihr beiden. Ja, ja. Bevor ich meine, wenn ich das nächste Mal da vorbeikomme und die Mutter steht dann direkt vor mir, was ist, ist, denken, ist heikel, ja. Ist eine bedrückende Lage, finde ich auch. So, ja, ich glaube, ich habe alles gesagt, was ich sagen kann dazu. Alles klar. Lieber Ricky, ja, alles Gute. Deine Sendung ist echt klasse. Danke. Tschüss. Ciao. Der Ricky. Und hier ist Martin. Martin ist 24 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Martin. Ja, also Folgendes passiert. Unglaublich, aber trotzdem wahr. Oder unfassbar wahr. Ja. Und zwar am 20.12. letzten Jahres, ja, bin ich mit meinem Rechner zu meinem Freund gefahren und habe gesagt, komm, mach mal alles neu da drauf und so. Habe dann gesagt, ich gehe was zu essen holen. Ja. Gehe was essen holen, bin mir dann auf dem Rückweg. Nichts ahnend, kracht es auf einmal richtig laut. Ich liege auf dem Boden, ich sehe mein Bein zu 90 Grad nach rechts gedreht. Ein 55er Breitbildfernseher von Sony liegt neben mir. Und ich sehe im zweiten Stock, das circa 8 Meter hoch war, noch eine Tür zu gehen. Also hat der das aus dem Fenster geworfen, oder was? Ja. Das ist ja unglaublich. Der Hammer ist, der Fernseher ist circa einen Zentimeter, also zwei Moment, Meter. Moment, halt. Der hat den Fernseher aus dem Fenster geworfen. Ja, der hat den Fernseher. Nicht deinen PC. Nein, ich kenne diesen Typen doch gar nicht. Ich habe Essen geholt und war auf dem Rückweg zu meinem Kumpel. Ja. Und ich gehe da lang und auf einmal sehe ich irgendwas Schwarzes, dieser Fernseher wirklich einen Zentimeter vor meiner Nase. Ich verstehe. Vor mir runtergeflogen. Ich verstehe. Und ich dachte, der Freund hätte den Computer aus dem Fenster geworfen. Nein. Gar nicht mal. Ach so, das Unfassbare ist jetzt, dass du verschont, du hättest auch tot sein können. Ja, also ich sag mal so, ich habe Glück im Unglück gehabt. Wie viel Zentimeter war es entfernt? Zwei Finger breit von der Nase. Unglaublich. Ein fetter Fernseher. Ja, so ein 55er breit von Sony, das weiß ich noch. Aus welchem Stock? Aus dem zweiten und zwar, das reicht ja. Also die haben das nachgemessen, das waren 8,5 Meter. Was sind denn das für Leute, die das gemacht haben? Ich habe keine Ahnung, das waren 27-Jähriger, so viel habe ich von der Polizei erfahren. Ja, aber was für Assis? Bitte? Aber was für Assis? Ja, du sagst es, ich habe keine Ahnung. Das ist ja, der Hammer war ja noch, ich habe ja, nachdem der Fernseher auf mir gelandet war, habe ich mich irgendwie... Oder nicht auf dir gelandet war, Gott bitte? Sei Dank. Oder eben nicht auf ja, dir gelandet war. Auf mir gelandet, auf meinem Fuß und der ist gebrochen. Ach so. Der Sprunglänge ist gebrochen, hat auch eine Schiene drin und alles, aber jetzt geht schon wieder. Ach so, der Fuß ist schon verletzt. Ja, ja, also der ist auf dem Fuß auch aufgekommen. Ja. Und der Hammer kam ja danach, ich bin dann erstmal geisteskrank da weggehumpelt oder weggekrochen, wie man das sehen will. Ja. Hab dann die Polizei über mein Handy angerufen, voll verstört. Ja. Hab denen das erzählt und die haben mir das nicht geglaubt. Du hast gut, jetzt hast du gut lachen. Aber ja, ich mach mal, jetzt kann ich drüber lachen. Aber was macht der, zwischendurch gefragt, was macht der Fuß? Nee, ich hab keine Schmerzen gespürt. Der war nur schief, aber das hat mich gar nicht interessiert. Nee, zwischendurch, ich meine jetzt, wie ist es heute mit dem Fuß? Ist der wieder in Ordnung? Ja, nee, ich hab noch, ich werde ein paar Spätfolgen davon haben, also jetzt über Jahre gesehen. Mhm. Ey, weil da im Fuß sind noch ein Knorpel so viele drin und da waren ein paar verdreht. Also ist dann alles doch nicht so lustig, ne? Nee, aber jetzt vom Grundsatz her, was mir da eigentlich passiert glaubt man eigentlich gar nicht. Ist auch wieder comicreif irgendwie, ja, ne? Ja, also ich hab's... Also irgendwann kam die Polizei. Ja, nee, also nachdem ich das zweite Mal angerufen hatte, hat er gesagt, ja, okay, ist richtig, hier sind schon 4 Anrufe gewesen und sind dann auch gleich vorbeigekommen, haben das aufgenommen, haben diesen netten Herrn danach festgenommen. War der besoffen? Der hatte ein leichtes Problem mit Drogen und Alkohol. Ach so. So, und der hat 5 Stunden in der Zelle, da ist er Amok gelaufen. Ja. Und dann haben sie ihn in eine Psychiatrie gebracht. War der alleine in der Wohnung? Das weiß ich nicht. Also ich bin hast, ja. Hast du den angezeigt? Ja, selbstverständlich. Ja, natürlich. Ich mach mal, kann man sehen, wie man möchte. Also ich krieg dafür noch richtig viel Geld jetzt auch noch. Also kriegst ich hab du? Mit meinem Anwalt gesprochen und der meinte, das Schmerzensgeld, na gut, das ist natürlich an. Seid ihr auch zugestanden? Ja, das ja, ist ja auch richtig so. Also mal ganz ehrlich, wenn ich wirklich nur einen halben Schritt weiter vorne gewesen dann wäre, würden wir beide uns jetzt nicht mehr unterhalten. Das ist richtig. Das ist richtig, ja. Das ist unglaublich, also wo ich das... Aber ich mache mir auch die ganze Zeit noch Gedanken, du kamst ja da mit Pizza an wahrscheinlich, ne? Ich habe Döner gekauft. Was ist mit dem Döner passiert? Den Döner habe ich ja 2 Passanten geschenkt. Hat deine Freundin da von dem Knall oder irgendwas mitbekommen? Nein, oder? Gar nicht mal. Dazu wollte ich jetzt auch noch kommen. Ja. Die Polizei ist dann eingetroffen, hat den Herrn dann eben halt festgenommen, meine Personalien wurden aufgenommen und so weiter. Mhm. Da kam noch ein Rettungswagen. Ach so. Die habe ich weggeschickt, ja. Habe mir da irgendeinen geschnappt, der da rumgestanden ist.
oder der stand da und den habe ich gesagt, komm, bring mich mal da hin und helf mir mal. Ja. Bin dann blutüberschmiert, weil diese ganzen Glassplitter überall drinne gewesen. Naja, ich eben zu meinem Kumpel da noch und wollte ihn nur mitteilen, ich weiß nicht wieso, dass der Döner kaputt war. Also Döner gibt's jetzt nicht, hast du gesagt. Bitte? Döner gibt es jetzt nicht, hast du gesagt. Nee, ich habe nur gesagt, der Döner ist kaputt. Und die, also, die haben gedacht, also, ich wurde vom Auto angefahren oder irgendwie sowas. Du hast einen Schutzengel gehabt. Würde ich auch mal ganz sagen. Du hast wirklich einen Schutzengel gehabt. Verdammt nochmal Glück gehabt. Unglaublich. Ja, wirklich. Ja. So, jetzt wünsche ich dir, dass der Fuß dann doch irgendwie wieder in richtige Bahnen kommt und dass es nicht sehr, sehr lange Spätfolgen hat. Alles klar. Danke. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Olaf, 45 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, grüß dich. Unfassbar, aber wahr. Ja, grüß dich. Ja, ich grüß dich auch. Oh, ich höre dich hier irgendwie ein bisschen verzögert anscheinend. Ja, das ist immer so ein bisschen. Du guckst im Fernsehen und telefonierst, dann ist das immer ein bisschen seltsam. Alles klar. So, Olaf, unser Thema ist unfassbar, aber wahr. Ja, genau. Ja. Ja, ich habe, okay, ist schon ein paar Jahre her, 87. Ja. Habe ich den Quassenflosser gesehen, als erster Mensch. Wen hast du gesehen? Quassenflosser, weiß ich nicht. Kennst du? Nee, ich verstehe es aber nicht. Kassenflosser? Nee, Quassenflosser. Quassenflosser? Weiß ich nicht, was es ist. Nee, kennst du nicht? Nee, weiß ich nicht. Ich verstehe es auch immer noch nicht richtig, was es ist. Pass auf. Nee, also ich komme aus der Biologie. Ja. Und, ist das ein Fisch oder was? Was? Ist das ein Fisch? Das ist ein Fisch. Das ist ein Fisch. So, sag nochmal ganz deutlich, wie heißt das? Wie heißt der Fisch? Warte mal, irgendwie bist du so leise hier. Nee, okay, ist ein Fisch. Also ich kriege ja einen Hinweis. Quastenflosser. Genau. Heißt das, Quastenflosser. Genau. Und das ist steht hier bei mir auf dem PC gerade als Hinweis aus der Regie, ein Urfisch. Genau. Und den hast du irgendwo gesehen? Das ist ein Fisch, der eigentlich als ausgestorben galt, ja, bis 1938, glaube ich. Ja. Und dann hat man den plötzlich wieder entdeckt. Und ich war der Erste, der den unter Wasser in seiner natürlichen Umwelt, also live gesehen hat. Ist ja eine Sensation. Wo hast du ihn entdeckt und gesehen? Ja, auf den Komoren. Ach so, so weit weg, nicht hier am Rhein oder so? Na, das war im Indischen Ozean. Auf den Komoren ist eine Inselgruppe zwischen Madagaskar und Afrika. Weiter draußen, weit draußen. Höre, du bist sehr bewandert in solchen Sachen, dass du diesen Fisch dann direkt erkannt hast. Ja, von wegen erkannt. Wie groß ist der denn? Dem Maximum, sag ich mal, so 2 Meter groß. Mhm. Aber hat natürlich auch, eine Varianz bis kleine Tiere bis große Tiere halt. Na gut, aber den du gesehen hast, wie groß war der? Der war 1,80. 1,80. Und du hast den direkt? 80 Kilo schwer. Und wie sieht der aus? Sieht der sehr, sehr furchterregend aus? Nee, eigentlich nicht. Aber wie so ein Urvieh halt. Ja, und ich frage es jetzt nochmal, du hast ihn direkt erkannt? Ich hab den gesehen. Ja. Problem bei der ganzen Sache ist, man muss wissen, dieses Viech, darum heißt er Quastenflosser, der hat also keine Flossen in dem Sinne wie ein normaler Fisch, sondern eben diese Quasten. Ja. Und man hat angenommen, dass dieses Viech irgendwie mal an Land gegangen ist. Das ist so ein Missing Link, sagen wir. Ah, also sieht wahrscheinlich sehr interessant aus. Aber nun kannst du uns natürlich viel erzählen. Stimmt das auch, dass du den gesehen hast? Haben andere Leute das auch gesehen? Ja, mein Kollege, der damals mit mir im Tauchboot unterwegs war. Ach so, also war das eine richtige Sensation? Das war eine Sensation an sich, ja. Aber ich frage nochmal, wie kam das denn, dass du ihn so schnell identifizieren konntest? Hast du dich mit diesem besonderen Fisch denn schon so beschäftigt mal früher? Überhaupt nicht, gar nicht. Wir haben das Viech nur, sag ich mal, aus Versteinerung oder, sag ich mal, von irgendwelchen Zeichnungen und Fotos kannten wir den. Der wird dort geangelt von den einheimischen Fischern. Also der war nur geangelt. So... Die angeln da im Tiefen, 300 Meter, 400 Meter. Aber du hast ihn nicht geangelt?
Nee, natürlich nicht. Du hast ihn nur angeguckt? Wir sind da hingefahren, wir wollten das Vieh filmen und sehen. Achso, ihr seid schon mit dem Vorhaben dahin gefahren. Wie bitte? Ihr seid schon mit dem Vorhaben dahin gefahren. Ja, natürlich, klar. Ja. Aber es hat am Anfang nicht so geklappt. Wir haben es erst auf dem letzten Drücker haben wir den echt. Hattest du denn dann wenigstens auch den Filmapparat dabei? Natürlich. Aha, gut, das ist ja auch der Beweis, dass du es gesehen hast. Also, der Olaf war völlig baff und hat gesagt, das ist unfassbar, aber wahr. Ich sehe den Quastenflössler, ne, so heißt es. Quastenflösser. Mann, oh Mann, ich gratuliere zu dem... Was sagt man denn unter so Leuten, die sich für Fische interessieren, wenn jemand was Tolles... Wir hätten die Welt umarmen können. Das glaube ich. In dem Moment. Aber seither hast du ihn nie wieder gesehen. Doch, auf Fotos und Filmen schon. Naja gut, auf Fotos. Ja, ich meine, wir sind da noch mehrmals tauchen gegangen, ja. aber dann später habe ich nicht mehr gesehen, nein. Olaf, danke für deinen Anruf. Okay, alles klar. Tschüss. Bis dann, ciao. Jo. Margarete. Margareta. Ganz genau. Mann, Margareta, 27 Jahre alt. Hallo Domian. Auch zu unserem Thema angerufen. Ganz genau. Und zwar möchte ich dir gern vom Hagger erzählen. Vom Hagger? Vom Hagger. Was ist das? Ja, das erkläre ich dir jetzt. Und zwar habe ich eine kleine Tochter, die mittlerweile 3 Jahre alt ist. Ja. Und seit einem Jahr oder anderthalb Jahren ungefähr erzählt sie mir mir und meinem Mann, der Oma, vom Hagger. Hagger? Hagger. Hagger. Mit G anscheinend. Also, Hagger. Hagger. Hm? Also halt Hagger. Hagger, natürlich Hagger. Nun ist das so, wir leben in einem alten Fachwerkhaus, 250 Jahre alt, ja, was meine Schwiegermutter von ihrer Großtante geerbt hat. Mhm. Und ich habe schon immer so ein bisschen, weil es da immer so knackt und so, gesagt, ach, das ist unser Hausgeist, das Gretchen. Mhm. Die ist irgendwie in den 80er Jahren gestorben. Mhm. Und wir haben da immer so ein bisschen drüber gescherzt. Mhm. Naja, nun fing Hanna dann irgendwann zu erzählen vom Hagger. Meistens abends so beim Einschlafen, bei Geschichte vorlesen. Mhm. Dann kommt der Hagger und die haben uns schon immer gefragt, was das denn sein soll. Ja. Ich habe mit meinem Schwiegervater geschimpft, habe gesagt, was hast du denn erzählt, so aller vom schwarzen Mann? Ja. Nein, nein, er hätte nichts gesagt. Und ja, alle gerätselt, dann habe ich gedacht, okay, vielleicht ist das ja, also ich war der Überzeugung, dass ihr Urgroßvater ihr Schutzengel ist, weil sie an seinem Geburtstag geboren und an seinem Todestag getauft ist. Mhm. Und habe ihr auch mal Fotos gezeigt, nein, nein. Gut, nun war das so, ich war verreist und lag mit meiner Tochter abends im Bett und sie konnte nicht schlafen und wir haben uns unterhalten, ja, wo ist der Papa denn? Ich sage, ja, der schläft schon in seinem Bett. Ja, und ich schlafe immer in meinem Bett und du in deinem, ja, ja. Das war bei euch im Haus? Nee, das war dann halt... Weil ihr verreist wart? Als wir verreist. Ihr wart verreist, irgendwo anders. Mhm. Genau, mhm. Und dann sagte sie, ja, und manchmal habe ich auch in der Mitte geschlafen. Ich sage, ja, genau. Ja, und dann kam der Hagger. Du hast geschlafen und ich habe die Augen aufgemacht und dann kam der Hagger. Da habe ich gesagt, gut, jetzt hinterfragst du es halt nochmal. Ja. Und da habe sie dann gefragt, was der Hagger denn gemacht hat. Ja, geguckt. Ja, aber hast du dich gefragt, was ist denn der Hagger? Wie sieht der aus? Ja, aber das konnte sie mir nicht erklären. Ich meine, sie ist 3 Jahre alt. Ja, ja, na klar. Ja, ja. Ich habe das schon, also ich habe jetzt gesagt, jetzt hinterfragst du es mal richtig. Mhm. Ne? Und habe dann gesagt, ja, kann die Mama denn den Hagger auch mal sehen? Nein, weil Mama hat ja die Augen zu und ich habe die Augen auf. Mhm. Und da habe ich gesagt, ja, ist der denn lieb oder ist der böse? Ja. Nein, der ist lieb. Ja. Ich dachte, gut. Also man kriegt ja auch eine Gänsehaut und denkt, ja. Ja, und dann habe ich sie halt gefragt, ja, und was macht der? Ja, der guckt nur. Ich sage, ja, wie guckt der denn? Und dann hat sie es mir halt so gezeigt, aber es war halt so ein sanftes Lächeln. Also jetzt nicht so, ich gedacht, oh Gott. Ja. Gut, und dann habe ich das auch meinen Schwiegereltern am nächsten Tag gleich erzählt und meinem Mann. Also der Hagger ist wieder aufgetaucht, weil er war eigentlich immer ziemlich regelmäßig so, ich sag mal, alle 2, 3, 4 Wochen war der Hagger irgendwie dann in Erzählungen da. Noch ist das so eine Geschichte, wo man sagt, naja, ist so eine Kinderfantasie. Ja. Das heißt aber, das Thema unfassbar, aber wahr. Ganz genau. Jetzt bin ich gespannt. Und zwar waren wir dann wieder daheim und meine Tochter war halt drüben bei meinen Schwiegereltern und hat halt, wie Kinder das so machen, die alten Fotoalben angeguckt. Mhm. Und plötzlich sagte sie, das ist der Hagger. Ach. Und da war das unser Hausgeist, das Gretchen. Ach. Und da, wir haben uns alle nur angeguckt und haben gesagt, das darf nicht wahr sein. Also Moment, das Gretchen, eine Frau... wohnte einst in diesem Haus und ist in dem Haus verstorben. Ja. Und du hast immer so aus Spaß gesagt, wenn es irgendwo mal knackt, ist Gretchen. Ja, obwohl ich auch schon oft so gesagt habe, ach, das Gretchen, die freut sich, wenn sie sieht, wie wir ihr Häuschen hergerichtet haben, weil sie war schon immer präsent. So, und die Kleine hat dieses Foto von Gretchen aber nie gesehen.
Sie hat das, also das Foto nicht. Sie hatte, also meine Schwiegermutter hat halt alte Schwarz-Weiß-Bilder, als das Gretchen so jugendlich war schon. Ja. Aber jetzt keins, als sie als alte Frau halt ja, war, ne? Ja. Und jetzt hat sie dieses Foto als alte Frau gesehen. Ja. Und sagt, das ist der Hagar. Das ist der Hagar. Und warum sagt sie dir, wenn das eine Frau ist? Gut, das weiß ich nicht. Ich weiß ja auch nicht, gut, sie hatte schon ein sehr verbittertes Gesicht. Ich weiß es nicht, vielleicht konnte sie das ja, nicht. Vielleicht kann man da auch gar nicht mit so logischen Fragen rangehen. Nee. Das Gretchen heißt halt jetzt Hagar. Das Gretchen ist der Hagar. Ne? Und das Witzige ist... Und der Hagar zeigt sich nur der Kleinen. Die Kleine heißt Hanna, ne? Hanna heißt Hanna. Die Hanna sieht halt Hagar. Die Hanna sieht Hagar. So ist es halt nun mal. Halt auch nur, wenn Mama und Papa schlafen und sie halt wach ist. Und wenn ihr die Augen zu habt. Wenn wir die Augen zu haben. Ja. Aber das Witzige an der Sache ist auch, also ich habe mich von meinem Mann getrennt und bin vor 3 Monaten ausgezogen. Mhm. Und seitdem taucht auch der Hagar nicht mehr auf. Also wir wohnen nicht mehr in dem Haus und der Hagar taucht auch nicht mehr auf. Naja, das ist ja auch das Haus von Gretchen. Ja. Was soll sie auch hinterherreisen? Also das war halt wirklich, dass es wirklich regelmäßig präsent war. Ja. Und seitdem wir dort nicht mehr wohnen, gibt es auch den Hagar nicht mehr. Jetzt müsste man mutmaßen. Ist das Gretchen oder der Hagar traurig, dass ihr weg seid? Vielleicht ja. Ich weiß es nicht. Vielleicht war die Hanna ihre neue Freundin. Vielleicht war das vielleicht. Spricht denn Hanna noch von Hagar? Nein, also wie gesagt, seitdem wir da nicht mehr wohnen. Kein Thema mehr. Ich habe sie allerdings auch nie, also sollte ich vielleicht mal machen, nie mehr drauf angesprochen jetzt. Ja, frag doch mal. So. Sie ist jetzt 3, ne? Sie ist 3, ja. Ja. Also es ist auch erstaunlich, wie sie das halt so erzählt. Natürlich mit ihren Worten, aber mir war schon klar, oder ich konnte ein richtiges Gespräch mit ihr darüber führen und hatte also auch nicht das Gefühl, die erzählt mir irgendwas, weil dafür war das alles einfach zu einleuchtend. Ja, vielleicht können ja, man sagt, dass Tiere ja manchmal Dinge sehen, die die normalen Menschen so nicht sehen, die Menschen nicht sehen. Vielleicht können Kinder auch Sachen manchmal wahrnehmen. Oder vielleicht ist Hanna einfach ein begabter Mensch. Ich glaube das auch, weil als zum Beispiel auch ihre Uroma gestorben ist, da hatte sie das zum Beispiel immer mit einer Blume und sie hat immer das war ein total vertrocknetes Efeu und sie hat das immer mit der Oma Dina in Verbindung gebracht, sodass ich diese Blume gar nicht entsorgen konnte. Und ich habe mich da mal so beschäftigt mit Schutzengeln und so, also dass Kinder zum Beispiel in Tieren oder Pflanzen dann sowas sehen. Also ich glaube, vielleicht hat sie da auch so einen Sinn für, ja. Kann vielleicht habe ich auch einen kleinen Spleen, dass ich das anders immer. Du wirst Hanna noch weiterhin sehr gut beobachten. Ja. Und wer weiß, was da alles noch geschieht. Und wenn das in absehbarer Zeit passiert und nicht erst in 10 Jahren oder so, dann ruf uns doch mal an und erzähl uns von Hanna. Das mache ich gerne. Alles Gute. Okay, tschüss. Danke dir. Tschüss. 0800 220 5050, die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Unser Thema heute unfassbar, aber wahr. Manuel, 21 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Manuel. Schönen guten Morgen, Domian. Ja. Ich grüße dich. Endlich bin ich auch mal durchgekommen bei dir. Ja, schön. Hatte so 2 Jahre mal gedauert. Ja. Aber ich habe es geschafft. Also mein Thema wäre, was du dir auch gewünscht hast, und zwar, ich bin ein Star, holt mich hier raus. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Ja, und ich finde, du sagtest schon, du findest die Sendung ziemlich bescheiden, will ich jetzt mal so vorsichtig ausdrücken. Ja. Und ich muss sagen, ich finde die Sendung das Beste, was das deutsche Fernsehen in letzter Zeit gebracht hat. Findest was Interessantes. Findest du? Warum? Ja, man kann sich natürlich darüber streiten, mal was ganz Neues. Was es bis jetzt noch nicht in dieser Art zumindest gegeben haben. Und die Quoten geben ja recht, die meistgesehene Sendung überhaupt im Fernsehen. Naja, es geht schon in Richtung Big Brother und eine Steigerung, ne? Oder es gab ich würde es nicht mit Big Brother, weil, ich meine, die sind ja Stars, sag ich mal, das sind 12 Tage. Die werden ja da jetzt nicht 3 Monate eingesperrt. Findest du, dass das Stars sind? Wie bitte? Findest du? Naja gut, Stars, Superstars sind ja auch keine Stars. Nein, gell, ich finde, dass man als Medienmensch, das sind ja alles Medienmenschen, schon sehr tief gesunken sein muss, wenn man so etwas mitmacht. Ja, aber da muss ich doch sagen, ich meine, Lisa Fitz und wie sie alle heißen und Daniel, ich meine, die machen ja freiwillig mit. Ja, umso schlimmer. Dass sie es nötig haben, das zu machen. Ja gut, aber natürlich nicht umsonst. Jeder kriegt ja, wie ich gehört habe, sowieso schon mal 50.000 Euro. Und manche, ich meine, wenn man Werner Böhm, Gottlieb Werner zum Beispiel sieht, ich meine, der hat seit Jahren keinen Hit mehr gehabt, dann ist es natürlich, da kann man ja mal ein paar Würmer essen, sage ich jetzt mal so. Ne? Aber das ist das, was ich meine, dass es irgendwie so was Erbärmliches ist, dass man sich so erniedrigen muss, nur um der Eitelkeit zu frönen, um wieder ins Gespräch zu kommen, im Fernsehen zu sein, sich nach vorne zu spielen. Die Leute, die wirklich präsent sind im Fernsehen und die Erfolg haben, die würden das ja nie und nimmer tun. Ja, aber andererseits möchte ich sagen, hat sich dann auch keiner gemeldet. Dann kann man natürlich jetzt auch nicht sagen, naja gut. Was gefällt dir denn so besonders an dieser Sendung? Also ich muss sagen, ich freue mich immer drauf, wenn die nächste Folge kommt. Ja.
ja, was da jetzt praktisch so passiert, oder auch dieses, ich sag mal jetzt, Caroline Balde kennt man ja von der Blitzsendung, wie noch gelästert wird, hätte man jetzt von ihr nicht erwartet, und wie sie sich so gibt, wie die bei anderen lästert, Lisa Fitz hat jetzt da natürlich falsche Brüste und so weiter, und wie die sich doch auch ich sag mal so Worte gibt. Ja. Und oder auch die anderen da, den finden sie ziemlich doof, den Daniel und so, wie die doch lästert. Ich hab so die Sorge, wenn ich das sehe, also für mich appelliert diese Sendung wirklich an die niedrigsten Instinkte des Voyeurismus, des Spaßhabens daran, andere Menschen zu quälen. Und es ist eine ungeheure Verflachung des Fernsehniveaus, und es wird immer wieder gerne so die Würde des Menschen gebraucht, auch in dem Zusammenhang. Ich finde, dass das eine Grenze tief unterschritten hat, und bin eigentlich auch wirklich unfassbar, dass so etwas uns angeboten wird im Fernsehen und dass es dann auch noch einen so großen Erfolg hat. Ja, aber andererseits muss man doch sehen, du musst doch mal sehen, was hat denn überhaupt noch Niveau im deutschen Fernsehen? Ich meine, ja, wenn man sich die öffentlichen Rechtlichen anguckt, die ja auch wieder jetzt wieder mehr Geld wollen, für was denn für ein Programm? Ich meine, deine Sendung muss ich auch mal loben, die finde ich eine wirklich klasse Sendung. Die ist ja super billig, die kostet ja nichts. Nein, es geht ja gar nicht um billig, es muss ja auch nicht Geld kosten. Ich sage mal, was ich schade finde, dass ja auch diese, nur mal nebenbei, dass ihr diese frühere Sendung, diese längere Sendung leider nicht mehr habt, warum auch immer, dass ihr nicht mehr habt. Finde ich sehr schade. Ja, da sind wir aber noch im Plan, dass wir das wieder einführen in diesem Jahr, noch unter anderen Bedingungen. Es geht ja jetzt nicht um billig. Ich meine, diese Sendung kostet ja bestimmt, gut, wenn man jetzt sieht, auch nicht, ich meine jetzt mal auch nicht so die Welt, aber der Voyeurismus ist ja ganz groß in der Gesellschaft. Klar, die einen sagen immer hinten herum, nein, das machen wir nicht, aber wenn man es mal richtig durch die Schlüsseltür sucht, ist doch jeder da scharf drauf. Sag mal, Manuel, was ist für dich der Spaß? Ist es für dich der Spaß, einfach dabei zu sein, wenn jemand anderes, und in diesem Fall sind es ja nur relativ bekannte, mehr oder weniger bekannte Leute, wenn die da gequält werden? Aber andererseits, du musst es so sehen, da wird ja keiner gequält. Die machen es freiwillig, da kann ja jeder freiwillig gehen. Okay, sagen wir. Ich habe es ja heute gesehen, Jürgen, ich will mal ganz kurz sagen. Heute zum Beispiel hat man ja gesehen, heute musste ja, jetzt gehen ja die Ersten raus, also es wollte auch gar keiner jetzt mehr raus. Vielleicht so die ersten ein, zwei Tage war schon ein bisschen. Ist mir völlig klar, dass die es freiwillig machen. Da müssen wir drüber reden, dass die es freiwillig machen. Ist es ein Spaß, dabei zu sein, wenn jemand auf freiwilliger Basis, okay, immer gequält wird? Aber es wird doch gar keiner gequält. Das ist einfach nur ein Spaß. Tatterlaken, was wird dann da gequält? Oder Daniel lag da drin, die sind halt ein bisschen draufgekrabbelt, aber es war eher ungefähr. Spaß ist eigentlich. Ja, es ist nicht. Ich finde es nicht nur Spaß. Ich finde ein ganz ernstes Argument. Ich finde, so etwas, Fernsehen hat immer auch eine Vorbildfunktion. Was im Fernsehen und was in Filmen gezeigt wird. Ich glaube ganz einfach, dass viele, viele Dinge, die da jetzt vorgeführt werden, in einer gewissen Weise vielleicht Gefahr laufen, auch von Jugendlichen oder von Kindern sogar nachgemacht zu werden. Und damit verbunden wieder die Gefahr ist, dass das eine Form annimmt, die unter Umständen sogar eine große Gefahr in sich birgt. Aber Jürgen, da darfst du keinen einzigen, wenn RTL 2 in den anderen Sendern, darfst du keinen Horrorfilm sehen, wenn da die Kiri Krabbeln Halloween läuft, da zwar ein bisschen gekürzt, aber da darfst du gar nichts zeigen, dann darfst du praktisch nur die Liebesfilme zeigen, wo wirklich nichts vorkommt, wenn man es jetzt mal so sieht. Ja, das macht sich. Ich meine, du hast schon recht. Es ist für ein großes Publikum natürlich jetzt auch auf 21.15 weißt du, angelegt. Ich wette ja auch immer gegen diese Sendung Promi-Boxen, weil ich einfach finde, dass die Hemmschwellen runtergesetzt werden und dass viele Dinge zur Normalität erklärt werden, dadurch, dass man es im Fernsehen sieht, das sind meine Prominenten, meine Stars, die machen das, also kann ich es auch machen. Okay, aber du magst sie. Aber Jürgen, warum machen es dann, ich meine, die machen es ja freiwillig. Gut, Promi-Boxen muss ich sagen, naja, da sage ich immer. Die machen es auch freiwillig. Ja, aber da weiß nicht, wie viel Geld die da kriegen, ne? Da geht es wahrscheinlich auch um mehr Geld, aber das ist doch eher Spaß da. Ja, aber es geht darum, dass ein Sender dieses multipliziert. Und ich finde, als Sender hat man eine Verantwortung. Aber wir sind verschiedene Auffassungen, es ist ja in Ordnung. Du wirst weiter treu bleiben der Sendung und weiter jeden Tag, oder ich weiß gar nicht, wie lange die noch kommen. 12 Tage geht das jetzt und jetzt geht auch jetzt jeden Tag einer raus. So, jetzt musst du aber noch sagen, wer dein Favorit ist von denen. Wer soll gewinnen? Wer soll gewinnen? Also ich finde am besten, auch wenn jetzt einige nicht dafür sind, weil Daniel hat sich gut geschlagen, muss ich sagen. Also ein Votum für Daniel. Finde ich ganz gut. Und ich muss sagen, es wird noch viele andere Sendungen gehen, wo sich aufgeregt wird. Wenn man die Superstars guckt, finde ich, also ich gucke mir das auch gerne an, aber finde ich wesentlich von der Art her, wie das aufgezogen wird, wesentlich schlimmer. Finde ich auch. Manuel, ich mache Schluss, weil ich noch einen Anrufer habe, okay? Alles klar, ich wünsche einen schönen Abend. Dankeschön. Ich möchte einen schönen Gruß sagen. Tschüss. Und der Björn
ist hier, 24, hallo. Hallo, einen schönen guten Abend. Hallo Björn. Freut mich doch noch durchgekommen. Aber ganz kurz, leider nur. Ja, ich weiß, unfassbar, aber wahr. Kennst du das Phänomen Fortsetzungsträume? Ja, so ein bisschen, ja. Also bei mir ist das schon ziemlich hart. Das sind Träume, die sich seit dem 15. April 95, das heißt seit fast 9 Jahren, fortsetzen. Und da ist einer dabei, von dem hatte ich bereits über 280 Episoden, sag ich mal. Die hast du mitgezählt? Die habe ich mitgezählt, die habe ich notiert. Ich habe mittlerweile über 4150 Seiten Tagebuch darüber geführt. Und was mich halt interessieren würde, ob andere Leute ähnliche Phänomene bereits kennengelernt haben. Ja. Also, das wirklich Interessante dabei ist, es sind keine Crossover-Träume. Das heißt, es kommt nie vor, dass Wesen, die ich in dieser Welt treffe, tatsächlich auch bei uns erscheinen. Das ist, als würdest du Alice im Wunderland im Kino sehen. Teil also, das heißt, Wesen, das sind fremdartige Wesen in dem Traum. Ist es nicht ein realistischer Traum? Es ist extrem realistisch. Es ist so realistisch, dass dieses Telefongespräch fast schon irreeller ist als die Träume, die ich teilweise habe. Aber du sprachst gerade von Wesen. Also ja, sagen wir es mal so, ich habe dort auch sowas wie eine Freundin. Ach so. Und die habe ich in fast jedem einzelnen Traum dort getroffen. Mhm. Die ist halb Mensch, halb Katze. Was hast du? Die ist Mensch, halb Katze? Halb Mensch, halb Katze. Und die meisten Kreaturen, die man dort trifft, sind Hybriden, Chimären, wie mit, die alten Griechen sie sich vorgestellt ja, haben. Ja, das meinte ich jetzt gerade, ob du das so meinst. Ja, ich verstehe jetzt. Das geht seit so langer Zeit geht das. Ja, und das sind wirklich Schlafträume oder sind das so halluzinierende Wachträume irgendwie? Nein, das sind tatsächlich Schlafträume. Und was sich da wirklich auszeichnet, ist, ich schlafe ein und werde morgens exakt so wach, wie ich abends eingeschlafen bin. Das scheinen die einzigen Träume zu sein, bei denen ich mich definitiv nicht bewege nachts. Also ich muss wirklich richtig tief wegtreten. Na, du wärst wahrscheinlich das gefundene Fressen für einen Schlafforscher. Ja, würde oder ich ein Traumforscher. Mal wenn ich so jemanden treffen würde. Also, ich das machen kann. Ich mache mal einen Vorschlag. Du wolltest auch gerne wissen, ob es andere Leute gibt, die solche Phänomene schon erlebt haben oder erleben, diese Kettenträume. Oder wie hast du es gerade genannt? Fortsetzungsträume, genau. Jetzt ist die Sendung vorbei, aber wir machen einen Hinweis auf morgen. Wer so etwas auch zu berichten hat, bitte morgen anrufen. Reden wir morgen weiter über das Thema. So Björn, wir machen Schluss. Alles Gute. Okay. Und viel Spaß beim Träumen heute Nacht. Mhm, danke, tschüss. Danke. In der Technik Jens Diegel. Morgen 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr WDR Fernsehen mit einer freien Themennacht. Ich wünsche euch eine schöne Nacht, eine gute Nacht und freue mich auf morgen. Bis dahin, ciao.